Priamschke, der ist heiß. Ja, der will das Ding gewinnen. Absolut. Ja? Jetzt bin ich gespannt. Guck mal, Patrick Herrmann. So, ich sehe die Späne fliegen. Ein Akku. Sechs Challenges. Der Metabo-Biathlon. Patrick Herrmann vs. Toni Janschke. Challenge 1, der Kompressor. Pumpe 3 Bälle auf und versenke sie anschließend im Tor. Der Schnellere gewinnt. So, es geht los. Janschke, der ist heiß. Ja, der will das Ding gewinnen. Absolut. Ja? Das sieht man, aber da kriegt die Nadel nicht direkt rein. Ja, und das ist das. Man muss das erstmal finden. Ne? So. So. Guck mal, Flacco hat den ersten Ball und trifft er. Und aber Janschke zieht nach. Ja. So. Und jetzt hat Toni wieder was aufgeholt. Wie sagt Frank Buschmann immer, hinten sind die Schweine. Fick! Hinten kackt die Ente. Ja. Den macht er auch. Zweites Tor. So. Wo ist der Ball von Toni Janschke? Das ist die Frage. So, da ist er und aber den macht er ganz knapp. Macht er nicht. Und Janschke holt sich den Punkt. Flacco, gehen die Nerven durch. Meine Güte. Also das Ding echt an die Latte gehauen. Ja. Zack, rüber, ohne zu gucken. Und Flacco scheitert an der Latte. Das ist ja Wahnsinn. Das war Nervenkrieg. Ja? Also bisher mit das spannendste Finale in diesem Metabo-Biathlon. Absolut. Also ich habe selten so... ein Fotofinish war das. Ja, Toni Janschke, sensationell. Patrick Herrmann vs. Toni Janschke. Challenge 2. Die Werkbank. Säge die Borussia-Raute aus dem Holzbrett. Die Schönere gewinnt. Und bitte zuhören und... Jetzt bin ich gespannt. Guck mal, Patrick Herrmann. So, ich sehe die Späne fliegen. Der Flacco baut gerade ein Haus. Das sieht man. Ja. Der ist im Flow. Das ist nicht das erste Brett, was er sägt. Auch der ist gerade ein ganzes Stück weit vorne. Und jetzt wird aber das Umspannen. Ja, das ist wie beim Biathlon. Das ist das Nadelöhr jetzt. Genau. Wer kann das am besten? Wer behält da die Ruhe? Janschke schaut nochmal rüber zu Herrmann. Kriegt er das da eingespannt? Oh, ich glaube, Herrmann holt sich jetzt hier die Runde. Flacco, das macht er jetzt mit aller Ruhe und Klasse. Und die Raute hat er fantastisch zu Ende gesägt. Diesmal kann Janschke einfach hinten raus nicht mehr überraschen. Patrick Herrmann, die alte Säge. Atemberaubend. Ah, das Ding passt. Naja. Was für ein Duell. Eine sensationelle Raute. Schau mal bitte, wie sauber der gearbeitet hat. Und da ist die Toni Janschke Raute. Naja. So. Ganz ehrlich, das hast du nicht zum ersten Mal gemacht. Ohne Scheiß, ich habe das untere Holz gleich mitgeschnitten. Ja. Na gut, also... Einer für alle, alle für einen.